Ich bin ein guter Mann aus Kreuzberg. Du, ich bin jetzt aufgeweckt worden, extra wegen dir. Wenn du ein Mann bist, kommst du her und dann zeigst du den Leuten, die Seife aufreden sollen. Okay? Weißt du, mit wem hast du diese Sache gemacht, Ausdrücke gesagt? Entschuldige dich, vernünftig, dann ist die Sache gegessen. Du hast uns alle Kreuzberger beleidigt, ja. Mit dieser Seife-Sache, weil wir sind alle Berlin-Kreuzberg geboren. Also wir sind hier seit 60, ne? Unsere Eltern, Meltern, ne? Und wir sind wirklich fast alle im Knast, Alter, ja? Ihr habt die falsche Wand angepisst. Das ganze Kreuzberg ist jetzt aufgestanden. Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen auf unserer Lieblingsplattform TikTok. Und es ist Zeit für unsere tägliche Dosis TikTok. Und ihr habt es ja die letzten Tage mitgekriegt, Barello hat immer wieder gegen die Kreuzberger geschossen. Diejenigen, die aus dem Stadtteil Kreuzberg halt kommen, aus Berlin. Und das sind ganz, ganz harte Jungs. Barello hat sich diesmal wirklich, okay, ich habe das jetzt, glaube ich, die letzten 20 Videos immer und immer wieder gesagt, mit den falschen Leuten angelegt, denn mit diesen Jungs ist nicht zu spaßen. Ich sag mal so, die schaffen es sogar, 10 dieser scharfen Chips mit 2 Millionen Scoville am Stück zu essen. Boom! Ey, merkt, man kann diese ganze TikTok-Bubble eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen. Trotzdem ist es sehr, sehr unterhaltsam, wenn da Männer sitzen und Barello versuchen einzuschüchtern über den Bildschirm ihres Handys. Wie fing das Ganze aber an? Kurt Ibo hat dem Barello vorgeschlagen, dass diese Kreuzberger Jungs live kommen und 10 Hot Chips essen. Barello hat das natürlich dankend angenommen und ließ es sich nicht nehmen, diese Äußerung zu tätigen. Jungs aus Dings Kreuzberg. Ja? Es wird so. Die wollen, jeder von denen will 10 Chips essen. Wie? Sollen wir die reinholen in live? Ja, mach. Wenn die 10 Chips essen wollen? Die, jeder von denen will 10 essen. Das sind 2. Aber die wollen Wettrennen machen. Weißt du, warum bringen die rein? Weißt du, warum die Kreuzberger das essen wollen? Soll ich dir sagen? Ja. Du wirst nicht glauben. Waren die Kreuzberger mal im Knast? Ja. Seit Knast, wo die Seife aufheben mussten, hat nicht mehr unten gebrannt. Und die wollen, dass es wieder brennt. Mit 10 Stück. Weil es brennt. Okay. Deswegen, Abi. Merkt ihr das? Ich bin schlau, ich weiß schon, was ich sage. Du bist schlau. Für dein Alter, du bist sehr schlau. Ich meine, es ist sehr, sehr provokant, aber irgendwo auch lustig. Er hat einfach gemerkt, dass in ganz Deutschland fast nur noch Witzfiguren leben. Zumindest die, die er anmacht und die sich dann vor laufender Kamera entblößen, sind in seinen Augen Witzfiguren. Aber unser Eins, wir nehmen das halt mit Humor und vielleicht nehmen die Kreuzberger das ja auch mit Humor. Schauen wir mal. Abi, er wird brennen, Leute, er wird brennen, so wie wenn man Seife aufhebt. Du wirst nichts mehr spüren, Abi. Ist Ibo, warte, du krass, also Ibo. Warte, was hab ich denn gesagt? Das sind aber Kurden, die essen. Ibo, du bist nicht so krass, Wallah, du bist ja krass. Irgendwas ist falsch, Wallah, der Booster ist mal nix, das geht nicht. Ibo, mit zwei Stück hast du Kolonia. Danke, Abi. Mit was? Ich werde die Sachen nicht. Wenn er nichts spürt, 5 Stück ist, dann soll er Rekordbrechen 20 essen. Danke. Boah. 10! Nach 5! Brennt es, Abi? Das ist 11! Das ist letztes Würm! Also, das ist der Hunger! Voller normal, Dave. Ich mache auch 20, 21 Diabäcker. Ja, aber das ist eine Frage, ne? Das ist echt komisch, dass du dein Gesicht verziehst oder so. Das ist echt komisch. Keine Wasser, keine Milch, keine nichts. Die sind bestimmt gefälscht, ja. Nein, Wallah. Warte, Wallah, ist alles echt. Ich meine, Ula. Ah. Ah. Uli, ich werde dich packen. Wallah, krass, Wallah. Wallah, ey. Wallah, so ein Stück. Ich bin Schock im Scham. Ich hab Schock, Wallah. Der kommt aus der Becke bei mir da. Ich habe nur einmal die Hälfte davon probiert. Ich bin gestorben für 20 Minuten. Guten Morgen, Barello. Ich bin ein guter Mann aus Kreuzberg. Ich bin jetzt aufgeweckt worden, extra wegen dir. Jetzt bist du wieder bedroht, Barello. Nur ein ganz kurzes Gespräch mit dir machen, ja? Ja, du erzählst immer was über Kreuzberg. Du bist doch ein anständiger Mann, oder? Redest vor tausenden Leuten. Ja. Du bist mein Bruder. Wenn du möchtest, ja, komm doch einfach mal vorbei. Mit wem du willst, ist egal. Wir sind jeden Tag hier. Unser Café ist anerkannt. Jeder weiß, wo wir hängen. Wenn du ein Mann bist, kommst du her. Und dann zeigst du den Leuten, die Seife aufheben sollen. Okay? Ist das okay? Du sagst Kreuzberger. Abi. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin ein gebürtiger Kreuzberger. Okay? Und ich bin einer, der hier auch vieles aufgebaut hat. Du sagst alle Kreuzberger. Bist du mächtig, Abi? 20 Jahre Knast gesessen. Ja?
Und ich will dir nichts mehr weiter sagen. Tut mir leid, Abi. Ich habe einen Bruder, den ihr verletzt habt. Das ist nicht schön von euch. Das aber er hat sich entschuldigt jetzt. Er hat sich entschuldigt. Nimmst du das an? Du, nimmst bitte, du das an? Ruhig. Ich rede nicht. Meine Frau ist, sitzt hier nicht. Ich bin ein Mann. Ah, okay. Ich rede also, Entschuldigung, Abi. Ich küsse sein Herz. Er ist mir direkt sympathisch geworden. Was redet die über Plan? Wer bist du? Shema oder wie du auch heißt. Ja, wusstig, ja, nittes, ja, alles. Du hast hier nichts zu reden, wenn ein Mann am Reden ist. Oh, sehr sympathisch. Ich feiere es. Aber die ist auch frech, ne? Die versucht da auch jetzt auf Krampf den Barello zu unterstützen. Kann man machen. Sehr, sehr unterhaltsam. Vielleicht sieht man sie ja des Öfteren. Tut mir leid, Abi. Ihr seid keine Opfer. Ach. Und den ihr beschimpft habt oder den ihr beleidigt habt, ist auch kein Opfer. Und wir sagen ganz, ganz anständig, wenn ihr mal Zeit habt. Abi, ich wurde gezwungen von Ivo privat. Ich schwöre. Er zwingt keinen. Er zwingt niemanden. Okay? Ich möchte nur eins sagen, Barello. Ich sage keine Ausdrücke. Es passt nicht zu uns. Wenn du wirklich mal Zeit hast, und ehrlich bist, kommst du mal hier vorbei, mit wem du willst. Wenn du Wallah sagst, dass du mich nicht schlägst. Ich schwöre auf bei Gott, wir fassen dich nicht an. Und wer hinter dir ist, soll sich einfach zeigen. Ich sage keine Ausdrücke. Die sollen kommen, wie Männer. Wir sind anständig, wir sind Männer, wir sind keine Kinder, Dicker. Und du bist auch kein Kind. Barello, du bist am Arsch, Barello. Wenn du bist ein Mann und sagst, wir heben Seife auf, dann hebe ich, ich bin Abi, in Kreuzberg, in ganz Berlin. Ich bin stadtbekannt. Dann lass mich die Seife aufheben. Wenn du es so sagst. Ich bin nachts, es ist fast 3 Uhr. Ich bin aufgestanden, weil man gesagt hat, dass wir alle Seife aufheben. Deswegen bin ich gekommen, um die Seife aufzuheben. Abi, wegen Ibo, Wallah. Ibo, Mibo interessiert mich nicht. Ich kenne nur jemanden, den... Oh, ja, Mann, du bist ein Mann, Wallah, du bist ein Mann. Du hast Ibo, einen falschen Mann. Du kennst keinen Ibo. Das solltest du nicht machen. Wallah, weißt du bist krass. Wie heißt du, Abi? Wallah, du bist krass. Apo, bester Mann, bei Allah, bester Mann. Der krasseste Mann. Ihr habt meinen Bruder verletzt. Abi. Alle, die auf krass tun, unter dein Eiri. Du bist der Mächtigste. Aber ihr solltet niemanden beschimpfen. Das macht man nicht. Man redet ganz anständig wie ein Mann. Also, wenn ihr wirklich so weit seid, wenn ihr wirklich bereit seid, hört mal zu, eine Minute, nicht durcheinander reden. Ich sag nur noch letztes Wort. Ich will nicht mehr reden, ich will schlafen gehen. Wenn ihr Zeit habt, demnächst sagt einfach Bescheid, ja? Und wir kommen dann, wann ihr wollt. Oder ihr kommt, wann ihr wollt. Verzeih mir. Ich habe gehört, dass auch die Bullen irgendwie immer eingesetzt werden oder den Bullen irgendwie angerufen wurden. Und die Bullen, warum? Weswegen denn? Wenn jemand irgendwie Dings hat, dann soll er einfach kommen. Wer packt dich da? Wer packt dich die ganze Zeit? Und die jetzt da oben? Ja. Ja, also vorbei, wisst ihr überhaupt nicht, ihr seid irgendwelchen Leuten ausdrücken, aber ihr wisst nicht, wer die Leute sind. Aber ich küsse ihre Herz. Hab ich nicht, Abi. Soll ich dir was sagen, Ibo? Ibo, sag ich. Apo, Abi? Der Ibo erwähnt die ganze Zeit Kreuzberger. Ich bin auf 180, dann mach ich Ausdruck auf Kreuzberger, obwohl ich nichts zu tun habe mit euch. Weil der Ibo... Okay, dann sagt uns mal einen Zeitpunkt oder einen Tag, wann wir uns sehen können. Aber, Abi? Ja? Ich hab Angst, ich komme nicht. Wallah. Apo Abi, wollen Sie jetzt da oben? Keine Abi, warte. Hey, Barello. Keine Ausdrücke. Warte, keine Ausdrücke, sowieso. Normale Reden, normal aber reden. Weißt du, mit wem hast du diese Sache gemacht, Ausdrücke gesagt? Und dann, wer ist deine Hinter? Kennt ihnen? Er meint, wer sagt dir so Rede? Ich will deine Hinten Rücken sehen. Abi, kann ich was sagen? Ja, na klar, sag, aber keine Ausdrücke. Ich sage ehrlich. Bitte, der andere auch. Guck mal, Abi, ich hatte Stress mit Ibo. Ibo sagt die Kreuzberger. Ich war auf 180, dann habe ich Ausdruck auf Kreuzberger gemacht. Weil Ibo euch die ganze Zeit erwähnt. Sag, Ibo soll euch nicht erwähnen. Okay, dann lass uns doch einfach ein Treffen machen und lass uns doch einfach die Sache klären. Aber klär doch mit Ibo, Abi, warum mit mir? Aber warum? Warum? Warum immer Barello? Warum? Okay, wann treffen wir uns? Mann zu Mann, woher ich komme? Mann zu Mann, wann? Wann du möchtest? Wann du willst? Soll ich jetzt losfahren? Ja, komm. Ich kläre Fahrer. Barello. Ich kläre Fahrer sofort hier. Oh, Abi, wie geht's dir? Eine Sache sage ich dir. Du sagst was gegen Kreuzberg, ja? Weißt du, wie wir hier sind? Du hast jemanden, einen Bruder von mir, ja? Ja, von denen. Sehr, sehr groß Herz verletzt. Aber woher kenn ich die Leute? Glaub mir, die hinter dir stehen, die können nichts, gar nichts machen. Woher kenn ich diesen Bruder von dir? Woher kenn ich ihn? Nichts machen, gar nichts. Wie kommt das nur? Abi, wie hab ich ihn verletzt? Woher kenn ich ihn? Woher? Du weißt wie. Nein, ich weiß nicht. Guck mal, ich sage diese Sache. Marelle, du hast jemanden auf jeden Fall von den, weiß ich nicht, verletzt tut oder mir so. Leid. Reichert, tut mir leid. Jemanden. Du kommst selber nicht immer. Tschüss, deine Hand. Ist so frech. Deine Hand. Nee, auf jeden Fall. Du musst Handküssen. Sofort, du und dich alleine. Machst du das?
Die ist so gottlos, diese Shame. Sie ist einfach ich in weiblich. Natürlich, sie ist halt nur eine Frau. Die wird niemals an diese Intelligenz rankommen, die wir Männer besitzen. Aber für eine Frau ist sie ziemlich stabil. Kann sein, dass sie an einem 7., 16. oder 25. geboren ist. Denn ihr wisst, dass, wenn man das zusammenrechnet, Quersumme davon ergibt 7. Und Leute, die 7er sind in der Numerologie, sind intelligent. Und das sogar bei Frauen. Vor allem bei Frauen fällt das auf. Du und ich komme sofort jetzt. Hol bitte seine Hand. Wir beide sollen seine Hand küssen. Ich komme hier sofort. Soll ich mit oder ohne Rücken? Mit oder ohne Rücken? Mit Rücken. Mit Rücken, okay, warte. Mit alles, was du hast. Wo bist du? Mit alles, was du hast. Wo bist du? Sag. Du weißt, wo ich bin. Du weißt, wo ich bin. Ich weiß nicht, sag wo. Sag wo. Kreuzberg. Kreuzberg. Okay. Ja. Ich komme. Kreuzberg. Okay. Ich schicke ein paar Leute, warte. Ich schicke ein paar Leute. Na, mach was du willst. Du bist ein Witzfigur, Witzfigur. Und alle, die hinter dir sind, auch Witzfiguren. Alles Witzfiguren, alles Clowns. Ein Knopf. Alles Clowns, alle Clowns. Auch Ibo? Alle, die hinter dir sind, sind Clowns. Oh mein Gott, auf, ich feier. Nicht Ibo, Olem, Ibo nicht. Michi. Olem, was machst du Theater hier gerade? Du weißt, wer hinter dir ist. Das sind Clowns. Die werden dir nicht helfen können. Glaub mir das. Okay, Abi. Wirst du sehen? Abi? Verzeih mir doch, Abi. Bitte verzeih mir. Bitte verzeih ihn. Du wirst kommen, Hand küssen, dann. Warte. Hallo? Nein, Walla, nein. Ibo ist hier, Olem, Ibo ist hier. Nein, Walla, kann ich nicht. Nein. Walla, kann ich nicht, Walla. Ihr habt die falsche Wand angepisst. Walla, ganze Fans, Kreuzberg oder? Ist jetzt aufgestanden. Ganze Kreuzberg. Ihr habt ganze Kreuzberg jetzt angepisst. So nicht nur einen. Nicht einen. Ganze Kreuzberg. Ja, ich muss euer Hack nehmen. Okay. Okay. Unser Hack. Die hinter mir. Die können nichts. Glaub mir das. Abi, falsche Wand an. Abi, warte. Kannst du ein bisschen runterkommen? Ich will mit dir normal reden. Rede nochmal. Ich hatte mit Ibo mein Stress. Hast du diese Zeichen gemacht oder nicht? Rücken. Ja. Hast du gemacht? Ganz rücken mich an. Warte, Abi. Kann ich reden, bitte? Lass mich mal kurz ausreden. Ich hatte mit Ibo gemacht Stress. Gemacht oder nicht? Sag mal, diese gemacht oder nicht? Ja, hat er gemacht. Ich rede. Du hast nicht zu. Sein Mann. Ist so, guck mal. September, was denkst du, wer dich schützen wird oder kann? Das werden wir sehen. Mal sehen. Keiner kann Ibo was. Ibo ist der krasseste. Ich lache dann. Ibo zittert mir alle, ne? Du wirst sehen. Ibo ist mein Rücken. Ibo, mein Mann, Alter. Keiner wird helfen können. Keiner, Olle, keiner. Oh, Ibo nicht? Auch er nicht. Ibo ist Bruder von mir. Was redest du? Aber ist auch Bruder von mir. Also haben wir gleichen Bruder. Mal sehen, von wem mehr, Bruder. Okay? Ich gebe jetzt ab. Abi, wer ist der krasseste von euch dort? Ich will mit den krassen reden. Ich glaube. Okay. Wo kommst du aus, Türkei? Ich komme aus Bingöl. Bingöl ist Nummer 12. Habe ich 12 Stück gegessen, deswegen. Krasse Mann, Walla. Ja. Ey, guck mal. Walla, wenn ihr nochmal frech werdet und so, Walla, ich rufe Juxel, Abi. Juxel. Ey, sag mal. Ja, Barello. Ja, da zittert ihr alle, ne? Deine Name, warte mal. Warum heißt du Barello? Abi auf die 1. Keiner warte mal, keiner. Du bist Albaner. Albaner Uceka ist richtig, Mann. Du bist Barello. Abi auf die 1. Keiner kann was. Komm nach Hannover. Walla, keiner kann was. Warte, komm, Junge, komm. Walla. Deine vorne, deine Hintern, deine Rücken. Walla, alle sind schwach. Komm zu mir, Walla, ich komme alleine. Wie viele seid ihr da? Ich weiß nicht warum, ich feiere es einfach so gottlos. Das Ganze ging natürlich weiter. Walla, ich komme alleine. Wie viele seid ihr da? 5 gegen 1. Walla, ich komme. Ich schwöre, du kackst im Hose. Im Hose auch noch. Ich höre dir deine Rücken, komplett deine Rücken. Ich weiß, was die machen mit mir. Oh, diese Shaber sieht so ekelhaft künstlich aus. Also rein vom optischen Erscheinungsbild her ist sie absolut, sage ich mal, ein Feindbild von mir, aber charakterlich. Wirklich diese Sache, die sie da reinwirft und diese Sticheleien, die sie macht, ich liebe sie. Einfach Liebe geht nur raus an sie. Mit wem die arbeiten, aber die würden auch immer Hose kacken. Wie meinst du? Was meinst du? Nimmt dich deine Hintern, deine Rücken, deine Kuchen, deine Seite, deine komplett Grenze, da würde er Hose kacken. Ole, hier ist Berlin, hier ist Kreuzberg. Ich bin nicht von Kreuzberg, ich bin nachher gekommen, aber ich bin seit 20 Jahren hier. Und die Thematik wurde komplett ausgeschlachtet, wirklich durch einen Fleischwolf gezogen, bis zum geht nicht mehr. Wir, die sind Kakerlaken, die sind das, aber welchen Namen habe ich erwähnt, welchen Namen, damit ich weiß. Ich bin, Janis, ich hab dich nicht verstanden, nochmal ein bisschen. Warte mal, er muss übersetzen, nee, du musst ihn nicht. Ola, Barello. Ja, gerade, die sagen, du hast auch große Aussage gesagt. Wann? Ich weiß es nicht, du hast schon Aussage gesagt. Abi, guck mal, Abi. Die Leute, guck mal, Abi.
Ich habe nichts gemacht. Die Leute machen Fit. Die Leute, wenn die sich selber nicht trauen gegen mich, die machen Fitner, damit ich Probleme habe mit krasse Leute. Weil die sind selber keine harte Nummer. Die wollen, dass ich mit harten Nummern Probleme habe. Damit ich kassiere. Weil die Leute wollen mich schlagen. Ich bin voll der Arme. Die Leute wollen mich schlagen. Die Leute wollen mich hauen. Weil die sehen mich. Okay, Barello, Barello, du bist jünger, 23. Kommst du, küsstest du unsere Hand, wir küssen deine Augen. Dann wirst du unsere kleine Bruder willkommen. Aber Ami! Würdest du nicht Hand von deinen Großen küssen? Aber von Kakerlaken nicht. Von den krassesten schon. Okay, von krassesten würdest du. Ich sage zu dir, wer Kakerlaken ist, wer krass ist. Du Kakerlaken, Ami, wenn ich frage, Allah. Bist ich wollte dir sagen, okay? Okay, Ami. Ja, okay, dann, wir haben so viel gesprochen. Wir sehen uns morgen. Aber wohin, Ami? Guck mal, dieses Gespräch war schön mit dir. Ja, Gespräch war schön, aber ich, was soll ich reden? Ich weiß nicht, was soll ich reden? Bring einen anderen. Guck mal, ich habe mit dir und mit den anderen geredet. Bring einen dritten. Wallah. Ja, das ist auch meine Bitte. Ja, warte mal, ich muss jemanden bringen, der soll da durchreden. Ja, okay. Ja, warte mal. Warte mal, wir haben auch. Bring, Ami, bring. Bring, Ami, einen anderen. Wallah. Weil ich verstehe nicht, ich habe einen Namen erwähnt, aber könnt ihr mir diesen Namen privat schreiben? Welcher Name? Weil die Leute. Bei wem soll ich mich entschuldigen? Bei wem habe ich verletzt? Bei Kakerlaken nicht, bei den Richtigen. Aber wer ist der Richtige? Damit ich weiß. Ja, du, deine Seife-Meife-Geschichte, ich habe schon alles gehört. Achso, das war der Typ neben Ibo, ne? An dem Tag neben Ibo. Das ist deine Seife-Geschichte, habe ich alles gehört. Ja, nee, du sagst, wenn sie Knast sind, Seife-Meife, das sind nicht gute Sachen. Aber Ibo, guck mal, ich wusste davon nichts, Ibo hat mir erklärt. Er hat gesagt, Abu Amza musste früher Seife aufheben, dann habe ich zu ihm gesagt, vielleicht musstest du auch, Abi. Ich wer weiß ist, nicht. Wer ist Abu Amza? Ist einer, ist ein Krass aus Berlin, der Mächtigste aus Berlin. Berlin, alle mächtig. Alle mächtig. Ja, Berlin hat die mächtigsten gesammelt, wallah. Berlin, alle mächtig, wallah. Warte mal, das ist Albaner Haar. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Guck mal, der kann nicht so gut Deutsch, aber ja. Was wir hier Probleme haben, du hast uns alle Kreuzberger beleidigt, ja. Mit dieser Seife-Sache, weil wir sind alle Berlin-Kreuzberg geboren, also wir sind hier seit 60, ne? Unsere Eltern, Meltern, ne? Und wir sind wirklich fast alle im Knast, Alter, ja? Unsere Eltern, Meltern, ne? Und wir sind wirklich fast alle im Knast, Alter, ja? Viele Abschiebungen, Ausweisungen, bla bla bla. Und wirklich, die Großen, Alter, die unsere Großen, glaub mir, ich schwöre dir, die sind richtig sauer. Weil da drinnen sind, aber 20 Jahre gesessen haben und die nehmen das auch ein bisschen über Kreuzberger, ein bisschen zu wie soll ich dir sagen, Alter, so hart. Ja, weil aber kann ich was sagen? Ja, klar, natürlich kannst du was sagen. Ich wurde privat gedroht und so von Ibo, ich muss das ja sagen, damit ich Probleme bekomme. Und dann ist abgehauen nach Essen, ich schwöre. Ibo hat mir gesagt, mach eine Ansage, ich will gucken, ob jemand dir was kann, ich schwöre. Doch, bakayım sana kim ne yapabilecek dedi. Ich schwöre, aber Ivo war doch hier und er hat Ivo gesessen. Hat unsere Brot gegessen, ja. Hat unsere Tee getrunken. Ja. Wenn ich wohin gehe, Tee trinke, Kaffee trinke, ist schon erledigt. Aber kannst du mich entschuldigen? Ich verstehe dich nicht. Unsere Obersten, die wir alle Respekt haben, zu denen weiß ich nicht, diese Handsache hat die Leuten wirklich von Kopf bis oben, Alter, du hast die falschen Leute. Warte mal, Barello, weißt du, was du sagst? Alle Kreuzberger hassen dich. Du sagst, Kreuzberger von Koti, Entschuldigung. Kreuzberger von Schlesi, Entschuldigung. Kreuzberger von Halisator, Entschuldigung. Kreuzberger von Yorkstraße, Entschuldigung. Boah, Gänsehaut, Ami. Aber Ami. Hä? Ami, ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, was hat euch mehr verletzt? Wo ich Hand gezeigt habe oder wo ich über Knast geredet habe, über Seife? Weißt du was? Deine viele Sachen sind falsch. Alle sind faul. Guck mal, ich sag's dir was. Guck mal. Natürlich, Knast-Sache, er hat sowieso Scheiße, weil das hast du uns wirklich alle Kreuzberger da. Weißt du, was ich meine? Nicht alle. Ich habe gesagt, die mit Ibo, neben Ibo waren an dem Tag. Ich habe nicht über alle geredet. Wallah, wallah. Guck mal, alle, wir sind hier jetzt wirklich viele Leute und die alle hassen dich. Also ich kenne dich nicht. Ich habe gehört, du bist gute Mutter, aber ich hasse dich auch, Alter. Warum redest du über Kreuzberg? Was ist los? Welcher Arsch? Mücken, diese Seife nehmen, Olem. Was ist das für eine Ausdrücke, Land? Tut mir leid, aber Ivo hat mir privat gesagt, rede mal so, weil ich werde nach Essen abhauen, hat er gesagt. Dann ist er abgehauen nach Essen und in Berlin hat er euch alleine gelassen. Ich schwöre. Ivo kann nie wohin abhauen. Wie? Er kann nicht abhauen, geht nicht. Was kann er sonst? Die Welt ist klein, Gentlemen, die Welt ist klein. Das ist so ein kleines Welt. Also Ivo ist keine große Nummer, sei ehrlich. Barello. Du bist gute Jungs, bleib mal gesund. Aber ist der Typ... Ja, gottlos ist schon eine Verharmlosung. Es gibt tausende Leute. Okay? Die
ihn, glaub mir, sehr, sehr doll lieben. Und die dich besuchen werden und die dich sehr lieb haben werden. Glaub mir das. Aber Abi, wollen die mich weg von dieser Welt machen? Dann müssen die wieder 20 Jahre... Nein, was weg? Die werden dich lieb haben. Was weg? Die werden dich küssen. Abi, wo guckst du die ganze Zeit um? Ist einer, der dich steuert? Von oben so die ganze Zeit? Nein, ich guck Handy an oben. Ach so. Wer sagt? Dreh mal Kamera kurz um, dreh mal ich Kamera. Ich sage, hole mich. Ich komme morgen alleine. Wo seid ihr? Okay, schon, aber nein, bitte komm mit deinem Vater zusammen. Nein, ich komme alleine. Nein, komm mit deinem Vater zusammen. Ich komme alleine. Was soll ich anziehen? Was die Eier alleine zu kommen? Du bist ein Clown, was willst du machen? Willst du Zirkus spielen oder was? Was ich machen will? Ich will mit dir auf Straße. Gelbe, blonde Haare, die werden rot gefärbt. Und mit roter Farbe wirst du wieder zurückgehen. Du und ich alleine, wallah. Ohne anderen einzumischen. Das ist nicht. Aber ich nehme meinen Schutzwesten. Wir beide, du und ich alleine. Das ist ein Witz, Janne. Das wäre 3-4 Sekunden Kampf. Mein Schutzweste, damit du mich nicht triffst, Abi. Damit mir nichts passiert. Nein, das wäre 3-4 Sekunden Kampf. Ruf mal Ibo im Live, ruf mal Ibo. Also lauf komm. Soll ich losfahren? Was machen? Und ich fahr nicht los, ne? Komm, wenn du willst. Ja, wenn du willst, Alter. Entweder ja oder nein. Wallah, weil ich fahre. Komm, du weißt, wo wir sind. Wer bist du, dass du kommst? Ohne deinen Vater. Kommt mit Ibo zusammen, ihr beide. Ibo hat diese ganze Fitna gemacht, wallah. Also, Ibo soll live kommen, meine ich jetzt. Ibo hat mich gezwungen, das zu machen. Ibo. Ibo ist unser Bruder, Olem Bruder. Ruf mal unseren Bruder dazu. Und ich sag nur... Die Kreuzberger kommen. Dann der andere regt sich auf. Der andere macht automatisch, Junge, die Kreuzberger, Punkt. Weil die anderen regen sich auf, weil ich kann doch nicht die ganze Zeit einen Namen sagen. Er sagt die ganze Zeit, die Kreuzberger hinter mir. Dann habe ich auch gesehen. Du hast angefangen mit diesen Handzeichen. Ich sage dir das letzte Mal. Du kommst hier hin, du küsst von diesenjenigen den Hand, dann ist vorbei. Sonst musst du wissen. Und egal, ich sage dir nichts. Okay? Ja, ich gebe ab. Barello. Das war mein letzter Wort. Ja, geh mal weg. Barello. Und weiter geht's. Warte, ich hole. Hol ihn. Aber war wirklich dein größter Fehler, Janne. Guck mal, ich mache dir ein Angebot. Entschuldige dich für das, was du vor 2 Wochen gemacht hast im Live, mit dieser Handküssen oder so, an denjenigen, du weißt, wen du damit gemeint hast. Entschuldige dich, vernünftig. Dann ist die Sache jetzt... Ich seh dich nicht, warte, ich lade dich ein. Alter, ey. Ich telefoniere, respektier mal ein bisschen. Lang, mach kein Dings, Show. Ach, scheiß mal drauf. Soll er sein Showbusiness machen? Warte, weil ich tu einen rein. Ja, mach einen rein. Seid sowieso Witzfigur alle. Hast du Match gemacht gerade oder nicht? Ja. Mach mal Match wieder dann. Warte. Jetzt, wir machen Vierer-Matches. Wallah. Okay, mach Vierer-Matches. Ach Gott. Ist das schön, wir leben in der Matrix. Was ist das? Kannst du Partnerwechsel machen? Vierer-Match. Warte. Die Leute haben Geld gerochen. Hier, mein Rücken. Mit Rücken. Mein Rücken. Salam alaikum. Alaikum salam. Wie geht's? Alles gut? Gut. Was geht, Barello? Ein Abil. Engel, was geht ab? Gut, Bruder. Merhaba, Abil. Merhaba. Wie geht's? Was macht's hier? Alles gut. Ich hab gehört, Kreuzberg ist aufgestanden. Kreuzberg ist aufgestanden wegen einem sehr geliebten Bruder von uns. Okay, was war das? Sehr geliebten Bruder, den er vor 2 Wochen beleidigt hat mit dieser Handzeichen, Mannzeichen. Ja, ne, für mich persönlich. Aber Erdogan, das macht er bei jedem. Das guck mal, ich sage sogar meinen Namen. Ich bin Tufan aus Kreuzberg, aus Adana. Okay? Salam alaikum, Tufan. Ich bin Schade, Kapus, hat für ihn. Alaikum salam. Tschüss, in live, Barello, sein Hand und entschuldige dich, dann ist vorbei. Ja. Nee, will er das? Egal. Ich will jetzt nicht mehr weiter. Ciao alle, ja, Brüder. Wohin, Bruder? Machen die da Abwechslung. Idiot? Weiß ich nicht, Bruder. Barello, mein Junge, wo hast du dich wieder reingeraten? Barello, ist nicht richtig. Guck mal. Ja. Denjenigen, über den du gesprochen hast, Engel, er hat Brüder aus München, die dich eben gerade angerufen haben. Ja. Junge, rede von dir selber, Junge. Wo bist du gesteuert die ganze Zeit? Wallah, rede mal. Wo bist du gesteuert? Wer ist dein Vater? Erdo, wer dein Vater ist? Nicht dein Bruder, Tufan.
Tufan, verzeih mir. Bruder, was hat das mit mir zu tun? Ganz kurz, Engel, bitte. Du redest die ganze Zeit in dritter Person, wer ist dein Vater, und das ist auch ein bisschen respektlos Barello gegenüber, verstehst du? Ja, ist nicht. Du weißt auch selber, wer sein Vater ist. Ja, aber es gibt immer einen gewissen Respekt, weißt du? Du kannst doch nicht jemandem sagen, dein Vater, sein Vater ist sein Vater. Sein Vater hat ihn auf die Welt gebracht, mit seiner Mutter zusammen. Ja, einen Moment, was? Schicht wechseln. Die nehmen die so hops. Was denn mit Abwechslung? Wollen mit einem, dann mit anderen, dann mit anderen? Die sind eigentlich in Ordnung, Barello, oder? Das sind eigentlich gute Menschen, Bruder. Die feiern sich nur ab, dass du einen Bruder beleidigst. Was man verstehen kann. Du bist ja auch ein Mann, der Engel oder so. Ihr seid alle, ja, Männer. Jeder von euch, ihr werdet herzlich willkommen als in den Kreuzberg Berlin. Das war okay. Bruder. Gute Nacht euch alle, ja? Wohin? Ciao. Der andere, guck, jetzt. Da kommt keiner mehr. Hä, warum? Vorhin haben die sich abgewechselt. Wallah, jetzt gehen die raus. Aber jetzt mal ein anderes Thema. Okay. Egal, ey. Engel. Junge, ihr habt die Karte, Alter. Wallah, es hat so Spaß gemacht. Bruder, ich mach das nicht, weil es warum der ist auch voll auf Abschau. Nein, guck mal, wir können drumherum reden, wie wir wollen. Er hat dir noch eine Show gegeben, er hat dir noch eine Chance gegeben. Bruder, der ist aber auch bei mir immer abgehauen, nein. Engel, steh, guck mal, ich weiß, du bist korrekt, du bist immer gerade. Und hier der perfekte Übergang zur nächsten Thematik, die aber an dieser Thematik anknüpft, denn wir haben uns ja gestern, falls ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr sehr gerne reinziehen, den Talk reingezogen zwischen Arafat Abu-Chaka, King Omairat und so weiter und so fort. Es ist sehr hitzig gewesen, sehr aufgewühlt. Es ging darum, dass Arafat einen Barello unterstützt, einen Harun, dass der Bruder von Arafat geldgeil ist, der Yasser und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht auch zu weit ausholen. Und da war einer mit am Start, ein Türke, wenn ich mich nicht ganz irre, hieß es Sercan, heißt aber irgendwas mit Bär, egal der Bär oder so, irgendwie sowas, egal wo der Bär oder irgendwie sowas. Und der hat sich zum ersten Mal jetzt gezeigt, da war er halt nur als kleines Bildchen am Rande im Talk mit Arafat, hat sehr viel mit Arafat herumdiskutiert, was ist der richtige Weg, wer ist ein richtiger Prediger im Internet, Walid El-Zain oder er, dieser andere, mit dem Barello Beef hatte und so weiter. Also es war sehr, sehr kompliziert. Er hat sich jetzt gezeigt und fängt jetzt Beef mit Nabil an, der eben gerade mit in den Talk reingekommen ist, und da geht es um diese Kreuzberger Thematik. Oh, du einfach Reto, mit Respekt, du versuchst mit Respekt zu reden, wen beleidigst du hier? Was du lachst eine Minute, ich streite mich hier mit Leuten, du lachst wie ein Schwanz. Darf ich nicht lachen, du Schwanz? Du kannst nicht lachen, du bist ein Schwanz. Du bist der Größte, den ich gesehen habe. Such mal deinen Fan woanders, komm, verpiss mal. Halt dein Schnauze doch, Alter. Geh mal woanders. Was denkst du an, wer du bist? Verpiss mal raus jetzt. Du unterstützt Barello, Marabello, wer bist du? Du hast mal mit deinem Leben zwei Bomben bekommen, dass du Bomben geleckt hast. Hast du mal Bomben bekommen? Pack dir ein Kürtibo und fühlt sich krass. Geh, verpiss mal raus, Mann. Mach mal deine Filme woanders. Du bist der Nächste, den ich packe. Mach dir keinen Sorgen. Wenn du Berlin kommst, wenn ich dich packe, spiel dein Gruß und raus, Mann. Komm, mach deine Filme woanders. Du schickst doch, ihr habt doch Anfrage geschickt. Geh bitte raus. Ja, geh bitte raus. Ich schwöre bei Allah, ihr werdet alle sehen, Barello, du hast Alban da drauf. Halt deine Schnauze. Du bist ein Niemand. Du bist ein Niemand. Ja, da geh nicht, Barello, seine Eier, Allah. Nutz dein Eier für diese Eier, was du nutzt. Du hast Löcher holen. Ich rasier dir dein Bart, mach ich, du Schwanz. Jalla, du kannst mein Eier haben, rasier unter Dusche und danach nochmal lutschen. Jalla, du Köpek. Und wenn ihr euch fragt, wie es zu dieser Situation kam, hier, bitteschön. Bitte, eine Sekunde, Bruder. Bitte, stopp. Guck mal, Barello, ich mag dich, du magst mich. Nabil, wir hatten unsere Differenzen, wir sind jetzt mit Reef. Sercan, dich habe ich reingeholt, Bruder. Wir wollten vernünftig, du hast ihn gefeiert, du hast gesagt, ich wollte den Kreuzberger was sagen. Jetzt fängt das an, dass ihr euch gegenseitig streitet. Lass Bruder, uns, er sagt dir nicht, um Gottes Willen, wir können nein, Mann, was soll ich mit den Jungs streiten? Aber Bruder, die Leute sind darauf spezialisiert, dass die sehen, dass wir uns hier Fitner machen und das kaputt geht und so, Bruder, alles ist cool. Bruder, wallah, wenn einer raus zu mir sagt, wenn Yüksel Labi sagt, geh Durstlöcher holen. Bruder, guck mal, du, lass uns das Thema einfach. Ich schwöre auf meine Mutter, ich trete auf seinen Kopf. Was redest du da, ja? Mama, du hast recht, aber es bringt nicht, dass wir wenn ich hier reingekommen, habe ich euch erniedrigt, dass er mir sagt, du gehst Durstlöcher holen, Nabil, rede doch. Ich habe gefragt, ob du machen würdest, Abi. Tut mir leid, Abi, ich zieh zurück, ich würde fliehen. Wallah, ich würde, wallah. Sogar Kaugummi sagst du, wallah. Das ist korrekt von dir, Wanda. Nein, Bruder, die Art und Weise, wie du redest, ist auch nicht korrekt. Also, es ist von beiden Seiten. Ich darf mich da eigentlich gar nicht einmischen. Ja, aber Bruder, scheiß drauf, Sercan. Wenn du sagst, ich bin mächtiger als du. Nein, Bruder, wenn er doch mir sagt, geh Durstlöcher holen, dann sag ich doch, geh. Du formulierst das falsch. Er hat nicht gesagt, geh. Die Art und Weise, dass er es überhaupt erwähnt hat, ist nicht korrekt. Aber der hat nicht gesagt, geh in Durstlöcher. Das ist das Problem, wenn du doch hier. Okay, ich sag dir auch, Nabil, gehst du Durstlöcher holen, wenn ich dir zwei Minuten gebe? Wie bitte? Gehst du Durstlöcher holen für mich? Wenn du Durst hast und ein Bruder von mir bist, warum nicht? Guck mal, aber das ist anders formuliert. Er sagt zu mir, Yüksel, schick dich Durstlöcher holen. Nein, da würdest du gehen. Würdest okay, du gehen. Barello, eine andere Frage.
Ja, Abi. Abi soll in deinen Arsch reingehen, du kleiner Köpek. Ich werde mich auch nicht mehr mit euch unterhalten. Bei Allah, ich dachte, Nabil ist ein bisschen, man kann hier reinkommen. Immer noch diesen kleinen Darat. Ich will nichts mit diesem Barello zu tun haben. Barello, ich wollte dich unterstützen. Walla, lass die Berliner in Ruhe, Bruder. Wir sind keine TikTokers. Wir wollen nur nicht, dass du die Leute deren Namen erwähnst. Mehr nicht. Wenn du das nicht merkst, irgendeinen Tag, du wirst es spüren, Bruder. Ich rede nicht, ich will dir nur helfen. Rede doch über die Leute von Hannover, rede von Hamburg, irgendwo anders, rede nicht über uns. Rede über deinen Rücken, rede doch über deine Freunde. Warum redest du über die Leute? Du sagst, rede nicht über uns, er hat keinen Rücken. Kommt rein, er hat keinen großen Bruder, das ist ihm ran. Du sagst, rede, der soll nicht über euch reden. Es kommt tagtäglich jeder Berliner kommt rein und sagt, ich bin Kreuzberger, rede nicht über uns. Ja, wenn ihr nicht wollt, dass ihr über euch redet, lasst den Jungen doch in Ruhe, er wird nicht mehr reden. Aber es kommt jeden Tag jemand Neues. Jeden Tag gibt's Ansage, Barello. Jeden Tag soll Kreuzberger reingehen, das soll reingehen. Nein, nein, Bruder, diese Sache bin ich sein Zeuge. Ibo hat ihn gehetzt auf die Kreuzberger. Irgendwann hat er gesagt, sollen die bei dir reingehen. Irgendwann reicht doch auch. Weil er zehnmal zu mir sagt, ich komm mit denen, ich komm mit denen, ich komm mit denen, ich komm mit denen. Irgendwann sag ich, sollen die bei dir reingehen. Ja, weil erwähnen die ganze Zeit als Rücken, wenn ich dir die ganze Zeit sage, ich komm mit Wahrsager, ich komm mit Wahrsager. Ich muss doch was sagen, Bruder, ihr sagt Ibo, 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 ja, Ibo ist ein Niemand, okay? Ibo ist ein Niemand, wir haben niemand, Bruder. Sag nochmal, ich schicke ein Video, ich schicke ein Video, mach. Ich hab seine Nummer, schick ihn danach Sprachnachricht. Barello, nimm mich nicht auf, Bruder. Mach, zeig dich, zeig dich. Hier, Barello, ich zeig mich. Hier, gekürt Ibo und für dich. Abi! Sam war ja Sam Barello. Wallah, man will sich mit dir unterhalten, man will dir sagen, was ist, du ziehst alles in das. Als Bruder, ich wollte dir sagen, bitte lass die Leute in Ruhe, okay? Die sind auch nicht so, die wechseln sich dreimal in Kamera ab, die wissen nicht mehr, wer was sagen soll. Die geben sich Check vor die Kamera, du bist dran, yalla, rede du jetzt. Keiner von denen kann Deutsch. Die wissen nicht, was die sagen sollen. Da sind Leute, die Deutsch können, keiner redet. Ich sag dir ehrlich, der mit Grün hat mir gut gefallen, hat respektvoll geredet. Nee, warte. Es ging nicht um Deutsch. Der eine wusste nicht, was ich gemacht habe, fragt den anderen. Was hat er gesagt? Hat er eine Ansage gemacht? Die wussten nicht, ob ich irgendeine Ansage gemacht habe, weil ich habe keine Ansage gemacht. Aber weißt du, wer der Sympathischste war, der diese Chips gegessen hat? Jawohl. Der sag ich ja, der mit Grün. Der war richtig sympathisch. Der andere war nur auf Bella. Du willst ja einen Schwanz küssen, du willst ja einen. Der eine war, der wollte seine Filme machen, aber der mit Grün, Wallah, mit dem kann man, glaube ich, richtig Spaß haben. Meinst du Spaß haben? Ja, super. Er hat einen schönen Abend, er chillt ein bisschen mit den Chips. Warum schönen Abend? Warum schönen Abend? Warum immer auf Abend? Wallah, guck mal, Jungs, ich will auch wieder eine Sache klarstellen. Ich bin reingekommen, um irgendwie Fame zu holen. Barello, du folgst mir selber auch schon seit langem, Bruder. Ja, ich bin nicht hier reingekommen, um Ansagen zu machen. Weil du menschlich bist, Wallah. Ich schwöre, aus welchem Grund sonst? Wallah, weil du menschlich bist. Ich weiß schon, du hast was zu sagen. 35 Akkus, 21, ich küsse dein Herz. Durstlöscher. Jalla, wer geht Durstlöcher holen? Ein Pfirsich wird schon trinken. Ich hol für meine Brüder 50 Durstlöcher, wenn die Durst haben. Boah, Gänsehaut, Wallah. Barello, aber Ibo hat mich heute enttäuscht. Barello, kommst du nicht September nach Berlin? Ja doch, warum, Abi? Willst du mich packen? Wenn ich warum soll ich dich packen? Was hast du mir getan? Ich stehe mit dir, Barello. Aber du wirst dann Probleme kriegen, weil die Leute dann, du weißt doch, die überlegen. Aber wenn die Leute auf mich gehen und nicht auf Ibo, der dir erwähnt. Der starke Ritter, danke schön, vielen Dank. Dann sind die falsch, Wallah, die sind falsch dann. Wallah, weil die müssen auf Ibo, weil Ibo erwähnt die. Wenn ich dir die ganze Zeit sage, ich hol Wahrsager, du bist auf 180, irgendwann sagst du, jo, auch den. Und ja, verstehst du, das stimmt wirklich, Bruder. Erwähnt die ganze Zeit die Kreuzberger, irgendwann mach ich natürlich an seinem. Was hast du gesagt? Was war denn dein Wort, was du gesagt hast? Bei ihm hast du gesagt, Kreuzberg soll in euch reingehen? Nee, ich hab dann gesagt, weil er meinte, der war im Knast, der musste Seife aufheben, da war dies. Ich war mit Kreuzberger, da sind Rücken, dann habe ich gesagt, die Kreuzberger mussten auch Seife aufheben, glaube ich. Habe ich behauptet. Aber das war aus Versehen und ich habe zurückgezogen. Mehr als zurückziehen kann ich nicht machen, oder? Ich kann das nicht machen. Du bist mächtig, oder nicht? Bin ich das? Ich glaube schon. Du hast was zu sagen, oder nicht? Okay, eine Frage. Irgendwie sagst du zu jedem, der irgendwie von Berlin kommt, du bist mächtig. Wie viele mächtige Leute gibt's in Berlin? Ich kenne nicht mehr so viele mächtige. Ich hab gesagt, ein anderes Stück. In Berlin. Leute, folgt alle einmal durch, Leute. Bruder, lange Rede, kurzer Sinn. Für Barellos, sehr viele Leute sind mächtig. Aber ich sag dir, für ihn ist er der Mächtigste. Wisst ihr, wer der Mächtigste ist? Derjenige, der jetzt diese Cola Zero hier austrinkt, die seit 2 Wochen hier auf meinem Desk rumsteht. Kann sein, dass da Fliegen oder Bienen oder Mücken oder irgendwas anderes noch drin sind. Woran erkennt ihr, dass das schon so lange da steht? An diesem schwarzen, ekligen Rand, der sich da befestigt hat. Seht ihr das? Nur der Mächtigste traut sich das zu trinken und am Ende des Videos werde ich es trinken, weil ich der Mächtigste bin. Ja, das ist so gottlos. Aber kommen wir mal zu einer ernsteren Thematik, denn Nabil Habibi, der jetzt hier die ganze Zeit versucht hat zu schlichten, hat sich absolut zu 100% von den Abu Chakas distanziert. Von meiner Seite aus kann ich auf jeden Fall sagen, das ist ab heute ein Nabil und die Abu Chakas nicht mehr gibt. Wir werden getrennte Wege gehen. Zwischen mir und Barello ist alles okay. Es sind Sachen vorgefallen, die ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht erzählen möchte. Der was von mir will, der hat meine Nummer, der kann mich gerne anrufen. Ich will nicht respektlos klingen oder sonstiges, ich bin immer ein sehr, sehr respektvoller Mensch. Aber am Ende des Tages haben wir unsere Hände nicht in unseren Arsch. Jeder kann sich verteidigen und jeder ist herzlich willkommen. Jeder weiß, von wo ich komme.
Ich will auf jeden Fall, wie gesagt, kein großes Thema draus machen. Ich belasse es jetzt erstmal so. Und wenn die Tage was kommen sollte, dann werdet ihr natürlich auch was von mir hören. Er ist der Mächtigste. Sachen, die nicht so korrekt gelaufen sind. Und wie gesagt, zwischen mir und Barello ist alles okay. Hoffe ich zumindest. Das war unser letzter Stand. Und daran soll es schon nichts ändern. Und bevor es irgendwie heißt, Nebel hat versucht, ihn irgendwie zu leiten. Oder Nebel hat gesagt, mach das, es ist gut für dich schon so. Das war seine freie Entscheidung. Und da heute leider zu wenige Beleidigungen geflogen sind, ziehen wir uns mal ein wenig rein, was Harun so getrieben hat. Ich meine, der läuft ja immer noch frei herum, nach all den Aussagen, die er getätigt hat. Warum sagt ihr zu ihm, er soll zur Polizei gehen? Wir haben gesagt, ich hoffe, das wird gerecht bestraft. Halt dein Maul, du kleine Bus, bevor ich wieder ausdrücke auf deine Eltern sage, auf eure beiden Eltern. Hast du verstanden? Mischt euch einfach nicht in irgendwelche Sachen ein, die euch nichts angehen. Habt ihr verstanden? Ich hab auch eingemischt, hast du nicht gehört? Halt dein Maul, mischt dich einfach nicht in irgendwelche Sachen ein, du und dein hässlicher Bruder, hast du verstanden? Sag Dudi, du wirst sehen, bei Gott, du wirst sehen, ich schuf alles. Deine Presse, wer wird sehen? Du wirst sehen, ich schuf alles, du wirst sehen. Bei Gott, du wirst sehen. Warum geht zur Polizei? Geht zur Polizei und Harun? Nimm du dir den! Das war doch gut. Ey, warte gut. Hallo. Geh zur Polizei. Geh doch in deine Anne rein, Dudi. Ey, warte. Du kriegst den. Es ist schon einfach Quarkblende, es ist Quarkblende. Halt mal ganz kurz. Was soll das? Wir nehmen dich schon zu, du kommst so. Wir nehmen dich schon zu, du sagst so. Ihr kleinen Peach-Kinder. Ihr kleinen Peach-Kinder. Junge, du bist einfach vernünftig mit denen. Dein Mutter. Der Babo, wirklich. Dein Babo, wirklich. Der redet, Walla. Leute, guck mal, wie der redet, Walla. Ein. Du, der Alter. Du willst von deiner Mutter schämen, verstehst du dich nicht? Von Khara. Khara, Alek Khara, wie du aussiehst, ja? Guck dich mal. Wo kommst du aus? Voll tätowiert, du wirst deiner Garten. Wir haben vernünftig mit dir geredet, aber das ging zu weit. Das ist vernünftig, wer hat gerade auch. Gartenzwerg, sag mal, du Gartenzwerg. Ich schwöre dir, bei guck, wer morgen in Bremen bei eure Deine Ante und dein Bravo. Dein Bravo. Ja, Ihr zwei kleinen Peach-Kinder seid die größten Ihr zwei kleinen Peach-Kinder, euer Vater hat irgendwelche Diskothek, ihr seid sowieso Kuffar, ihr habt nichts mit Allah zu tun. Du siehst aus, als wenn du den elektrischen Stuhl dreimal überlebt hättest. Komm los, Nani, Haram, ey, die Tür, raus jetzt. Du kannst meine Schuhe küssen, das ist Bafit nennen. Ey, Wallah. Wow, Junge, check mal, warum bleibt hier seine Mutter zu werden, Wallah. Hör mal zu, mach kein Fitner, Haru. Wallah, ja, aber der bleibt nicht seine Mutter, ja. Ey, beleidige nicht seine Mutter, sagt er. Und das aus Haruns Mund. Ja, ihr seht, die Folgen werden einfach immer interessanter und interessanter. Man kann sich das stundenlang reinziehen. Ich fasse euch hier natürlich das meiste sehr, sehr kompakt zusammen. Auf das Wichtigste reduziert, damit ihr nicht zu viel Zeit damit verschwendet. Aber solange es uns unterhält, ist es doch was Gutes. Ob wir jetzt nun irgendeine Netflix-Serie gucken oder uns diesen Scheiß reinziehen, Unterhaltung ist Unterhaltung. So viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Glaubt ihr, es wird im September richtig krachen, da die Boxveranstaltung von Arafat Abu Chaka dort stattfinden wird, in Berlin. Vielleicht kriege ich mich selbst auch dazu überredet, mich dahin zu begeben und daran teilzunehmen, wenn ich eingeladen werde natürlich. Dann sieht man vielleicht den einen oder anderen. Ansonsten passt auf euch auf. Nur Liebe und Gesundheit für euch und eure Familien. Ich hatte euch ja gesagt, der Mächtigste wird das hier trinken. Boah, das schmeckt so ekelhaft nach Chemie. In dem Sinne, bleibt sauber, bleibt wütend, denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mostak.